Okay, herzlich willkommen auch von uns. Wir sind heute da, also mein Kollege der Torben Mauch auf der Seite und ich sind heute da und werden unser Seminar L2D2 oder langen Titel Lernen und Lehren unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität vorstellen. Dass wir uns jetzt für diesen kleinen Roboter, der berühmt aus den bestimmten Kinofilmen ist, entschieden haben, das liegt tatsächlich nur an der phonetischen Nähe zu unserem Seminartitel. Wobei ja natürlich schon auch die Robotik und diese Mensch-Maschine-Interaktion, die dann dort stattfindet, durchaus sinnbildlich ist für das, was wir heutzutage mit Digitalisierung erleben. Ich selbst fange einfach an, mich vorzustellen. Der Kollege ist danach gleich dran. Ich bin David Lohner. Ich arbeite am Karlsruher Institut für Technologie und bin dort in zweierlei Funktionen tätig. Zum einen promoviere ich am Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik zum Thema ja, E-Learning, Lernen mit Lernvideos weitgehend. Und habe in dieser Rolle natürlich auch ein paar Lehrveranstaltungen, Seminare, die ich anbieten darf. Und eines davon war im vergangenen Wintersemester eben dieses L2D2-Seminar. Außerdem bin ich, und das ist meine zweite Funktion am KIT, angestellt am Zentrum für mediales Lernen. Das ist die zentrale E-Learning-Einrichtung am KIT, die dafür verantwortlich ist, dass ja, quasi digitales Lehren und Lernen hier bei uns stattfinden kann. In dem Kontext produzieren wir Lernmedien von der Konzeption bis hin zum fertigen MOOC, unterstützen Lehrende am KIT beim Entwerfen ihrer ILIAS-Kurse und stehen auch sonst mit Rat und Tat zur Seite, all denjenigen, die sich mit dem Thema E-Learning befassen wollen. Und neben mir? Genau, ist Torben Mau. Ich sitze jetzt gerade in Göttingen an der Uni. Hier arbeite ich im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Und zwar heißen wir jetzt Studiendekanat Lehrerinnenbildung. Und hier bin ich verantwortlich für ein Seminarangebot, das im Zusatzbereich angesiedelt ist. Und zwar können hier Lehramtsstudierende rund um digitale Bildung sich weiterqualifizieren. Das heißt, es gibt Seminarangebote, die eher auf den Bereich Lernen mit Medien, also eher mediendidaktische Angebote zielen. Und es gibt Angebote, die eher auf diesem Bereich Lernen über Medien angesiedelt sind. Beispielsweise hatten wir da ein Seminar zum Thema Fake News, und auch dieses L2D2-Seminar wäre auf so einer Schnittstelle angesiedelt gewesen. Wir kommen gleich noch zu den Teilnahmezahlen, wie das in Göttingen war. Deswegen will ich das noch nicht vorweggreifen. Und ich sitze hier auch noch mit einem zweiten Hut. Man hat ja immer zwei Stellen heutzutage. Meine zweite Stelle ist über die Uni Hannover. Dort bin ich zuständig für ein Verbundprojekt mit dem Titel Basiskompetenzen Digitalisierung. Und wir versuchen dort eine Art Grundlagenveranstaltung zu entwickeln, die für alle Lehramtsstudierende in Niedersachsen ja, gelten soll. Also unabhängig von Fächern und Lehramt, also von Grund, Haupt, über Sonderpädagogik und eben das gymnasiale Lehramt, versuchen wir eine Lehrveranstaltung zu entwickeln, die Basiskompetenzen im Bereich von Digitalisierung adressiert und sich eben speist aus medienpädagogischen Inhalten, aber eben auch informatischen und medienwissenschaftlichen Aspekten. Ja, so viel zur Vorrede, und dann würde ich sagen, steigt David weiter ein. Leider ist sein Ton gerade weg. Richtig, das ist die Medienkompetenz. Okay, jetzt hören wir mich, glaube ich. Wir haben für heute ein paar Punkte zu besprechen über das Seminar und die wollte ich einmal ganz kurz nennen, dass Sie alle sich darauf einstellen können, was hier die nächste ja, gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde etwa auf Sie wartet. Und zwar werden wir einerseits vorstellen, wie wir denn überhaupt dazu gekommen sind, L2D2 als ein hochschulübergreifendes Seminar anzubieten. Wir werden so ein bisschen darauf eingehen, wie wir das Ganze dann geplant und durchgeführt haben. Durchgeführt einerseits natürlich, wie die Sitzungen abgelaufen sind, aber auch wie wir quasi als Dozierende mit der ganzen Sache umgegangen sind. Und da das Semester bei uns inzwischen auch vorbei ist, die Vorlesungszeit, werden wir ein bisschen was aus der Evaluation zeigen, also einfach anführen, was da genannt wurde, wie das bei den Studierenden ankam. Und am Ende auch noch einen Ausblick geben, wie das Ganze denn jetzt im nächsten oder über die nächsten Semester weiterlaufen soll, was wir da im Moment für Ideen haben und was da geplant ist. Außerdem haben wir gegen Ende auch noch vor, quasi in Austausch zu treten, also eben diese Fragen zu beantworten sollten, wenn welche auftauchen. Und von daher wünsche ich auf jeden Fall viel Vergnügen dabei. Die nächste Folie zeigt so ein bisschen die Geschichte, wie alles begann.
Initiator dieser ganzen Geschichte war nämlich der Christian Albrecht von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen, der leider heute nicht da sein kann, aber er hat, wie man hier auf der linken Seite schon sieht, am 2. April 2019 getwittert, von wegen, wäre doch mal interessant, ein uniübergreifendes, interdisziplinäres Seminar zum Thema Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalität zu machen, nach dem Vorbild der Hashtag-relevanten Literaturwissenschaft. Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen recherchiert, was sich dahinter verbirgt. Das ist im Grunde was ganz Ähnliches. Da haben sich nämlich Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler zusammengetan und um unter diesem Hashtag auf Twitter ein bisschen ihr eigenes Fach zu verteidigen und zu propagieren. Auch mit dem Hintergedanken, ihre Lehrveranstaltungen quasi deutschlandweit zu vernetzen, um da einfach mehr Austausch zu fördern, einerseits zwischen den Lehrenden, aber auch zwischen den Studierenden. Das, wie gesagt, war am 2. April. Am 10. April gab es wohl schon so viele Interessenten und Rückmeldungen, dass der Christian gesagt hat, okay, wir machen das. Er hat mal einen Google-Doc aufgesetzt, in dem ja erstmal Ideen koordiniert werden sollen. In diesem Google-Dokument haben sich dann, glaube ich, 37 Leute oder ne, 17 Leute haben sich gefunden, die interessiert waren. Und das war dann so unser erster Austausch, um zu sammeln, was für Themen stünden denn zur Verfügung, also welche würden wir gerne behandeln, wer kann denn tatsächlich mitmachen, zu welchen Zeitslots ist das möglich, also wie synchron kann diese Lehrveranstaltung tatsächlich stattfinden. Und das ging alles zunächst über dieses Google-Dokument. Und danach ging es dann wieder ein Stück weiter. Das wird Torben einmal nochmal darstellen. Genau, an dieser Stelle werde ich übernehmen. Also erstmal ganz spannend für mich auch, dass sich alle Teilgebenden nur über Twitter kannten. Ich kannte vielleicht eine Person aus dem erweiterten Kreis von diesen 17 Personen noch von einer Tagung, aber ansonsten waren es wirklich mir nur über Twitter bekannte Personen. Wir haben uns dann relativ bald oder einen Monat danach eben entschieden, eine Videokonferenz zu veranstalten. Und da war eben dann das Tool unserer Wahl ganz klar Adobe Connect, wo wir auch, da wir alle an Hochschulen tätig sind, Zugang hatten. Und über dieses erste Meeting werde ich gleich noch ein bisschen mehr berichten. Und dem folgte dann auch noch eine Detailplanung unmittelbar vor Beginn des Semesters am 20.09. Jetzt nochmal zu der ersten Sitzung. Wie gesagt, der Austausch fand da ganz zentral in Adobe Connect statt. Und was wir als sehr ergiebig erlebt haben, war ein Austausch, den wir jetzt gleich demonstrieren wollen. Und zwar ein Austausch mit der Whiteboard-Funktion in Adobe Connect, nachdem wir uns alle erstmal vorgestellt und kennengelernt hatten, war nämlich die Frage, okay, wie sammeln wir denn jetzt eigentlich Themen für diese Lehrveranstaltung? Und da sind wir eben dazu übergegangen, ein erstes Brainstorming mit dieser Whiteboard-Funktion umzusetzen. Und da wird David da jetzt, glaube ich, einmal umschalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ich bin dabei im Moment, zuletzt freigegeben. Was jetzt zu sehen sein wird, ist quasi ein Zeitraffer-Video dieser Whiteboard-Session. Im Original ging das eine gute Dreiviertelstunde. Wir haben es mal runtergedampft auf 30 Sekunden, wo man einfach sieht, wie wir da vorgegangen sind, dass wir erstmal Bildthemen gesammelt haben, die dann immer weiter ergänzt haben und noch ein paar Details dazu geschrieben haben, dass wir versucht haben, Dinge zu gruppieren. Und dann eben klar gemacht haben, okay, bestimmte Dinge gehören zueinander, die lassen sich nicht voneinander abgrenzen. Und gegen Ende entstanden dann so einige Themencluster, die wir dann noch in eine gewisse Reihenfolge gebracht haben. Und dieses Bild bleibt jetzt auch wieder stehen, wenn ich zurück in die Präsentation wechsle. Genau, das müsste sie sein. Und dann schalten wir. Genau. Hier zu sehen ist eine Folie weiter, ne? Machst du das? Mache ich das? Mache ich. Zwei. Genau. Hier ist nochmal das Bild zu sehen. Also hier haben wir die vielen Aspekte, die wir gesammelt haben, geclustert und uns dann, also die Pfeile symbolisieren so ein bisschen, wo soll es losgehen. Oben rechts soll es hier beginnen. Und zwar mit diesem Thema Paradigmenwechsel von der, so wurde das genannt, von der Gutenberg-Galaxie in die Turing-Galaxie, von der Buch, ja, Buchgesellschaft in die ja,
PC-informatische Gesellschaft. Genau, das waren so ein bisschen die medienkulturgeschichtlichen Hintergründe, die wir uns da angeschaut haben oder die Idee waren, dass man damit startet, sich dann ein bisschen Grundbegriffe anschaut, auch den Medienbegriff klärt. Und dann ging es weiter, dass wir eben eine Veranstaltung rund um die Kompetenzen und Literacies, das ist jetzt der Pfeil, der nach unten geht, uns anschauen wollte. Also was für Kompetenzmodelle gibt es denn eigentlich? Und dann haben wir noch einen weiteren Schritt skizziert, dass es dann eben so um die informatischen Hintergründe gehen sollten. Aber das hat sich dann später noch zurechtgeruckelt, da komme ich dann noch gleich drauf. Es gab eine Rückfrage im Chat und das war die Frage, wurde dieses Brainstorming moderiert? Und da würde ich sagen, teils, teils. Also, da wir uns alle erst kennengelernt hatten und diese Funktion quasi auch erst dort live ausprobiert haben, haben wir uns nur kurz abgestimmt, wie wir das machen wollen, also technisch und wie wir dann vorgehen wollen. Und dann gab es eine sehr lange, sage ich mal, stille Arbeitsphase. Also ich glaube fast 20 Minuten, in der nur still jeder drauf losgeschrieben hat. Und dann haben wir uns dann nochmal gesammelt und dann hat einer eben das Heft des Handelns übernommen und hat dann das Ganze dann beim Clustern moderiert. Genau, so war der Ablauf. Aber hat sich so ganz natürlich fast schon ergeben in dieser Gruppe. Genau, es gab noch viele weitere Themen, welche umgesetzt wurden. Da wird David gleich noch was zu erzählen. Die Rede war von 17 Personen, die sich gemeldet haben. In der Videokonferenz waren es, glaube ich, noch mal ein bisschen weniger, vielleicht so 10 Personen. Und das hier ist jetzt wirklich das Team, was die Veranstaltung umgesetzt hat. Allerdings ist hier auch wieder einschränkend zu sagen, dass wirklich eine synchrone Veranstaltung nur zwischen den ersten drei Personen, nämlich Christian Albrecht, David Lohner und Sarah Stumpf, umgesetzt wurde. Zum einen, weil bei mir in Göttingen leider zu wenig Teilnehmende waren. Also ich hatte ja eingangs erzählt, dass es ein Zusatzangebot ist, was ich anbiete. Und da hatte ich leider nur zwei Teilnehmende, die sich gemeldet hatten. Deswegen habe ich nur Input hineingegeben, aber keine wirkliche Lehrveranstaltung mit Studierenden vor Ort durchgeführt. Und Markus Daimann hat eben sich an einem sich um einen Termin gekümmert und sich dort dann auch mit den ganzen Uni Studierenden von der Fernuni Hagen, jetzt waren glaube ich über 180, hat er sich dann quasi in eine Session eingewählt und die dann auch durchgeführt. In Erlangen-Nürnberg waren glaube ich 10 bis 15 Studierende, um das mal nochmal aufzugreifen, wie viele Personen waren das also? Am KIT ungefähr 16 und in Halle waren es schwankend 5 bis 8. Also das nochmal, um die Dimensionen klar zu machen, wie viele Personen waren jetzt wirklich involviert. Nochmal zu dem grundlegenden Ablauf, der so idealtypisch war, wie wir uns das vorher überlegt hatten. Die einzelnen Sitzungen liefen dann, haben sich zwar daran orientiert, aber liefen dann doch immer noch mal anders. Also die Idee war, dass jeder Standort mindestens eine Sitzung und einen Termin übernimmt und die Planung eben den anderen Dozierenden mindestens eine Woche vorher zur Verfügung stellt, so der Plan. Es war dann auch mal kurzfristiger, aber immer noch rechtzeitig. Genau. Dann war die Idee, dass es einen gemeinsamen Einstieg geben könnte, wo dann auch die zentrale Fragestellung verdeutlicht wird. Das hat sich auch nicht immer so gezeigt, dass dieser Einstieg eben vernetzt ist, sondern am Ende war es dann auch häufig bei den Sitzungen so, dass dieser Einstieg eben jeweils an den Standorten einzeln lief. Dann hatten wir eben eine Erarbeitungsphase, die meist standortintern verlief. Und am Ende war ganz klar das Ziel, dass wir eine Diskussion über die jeweiligen Themen vernetzt über die Standorte führen. Und hierzu haben wir auf diverse Tools zurückgegriffen. Adobe Connect war ein ganz zentrales für uns, vor allen Dingen auch für die Planung und für die Absprachen unter den Dozierenden. Das war
unser Kerntool. Und dann haben wir ganz viel mit Google Docs gearbeitet, um eben die einzelnen Themen vorzubereiten. Haben also die Dozierenden eben im besten Fall eine Woche vorher den anderen ihre Planung zur Verfügung gestellt. Und dann gab es da eben noch Möglichkeit, das zu kommentieren und nochmal nachzusteuern. Ein zentraler Kommunikationskanal für uns war auch ein Slack-Work Space, wo wir sehr ausgiebig geschrieben haben, insbesondere dann kurz vor der jeweiligen Sitzung, weil dann doch nochmal Nachfragen waren, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint? Und wir hatten auch eine Own Cloud, die gehostet ist über das Rechenzentrum hier in Göttingen, die wir eben genutzt haben, um Material unter uns Dozierenden auszutauschen. Meist haben wir aber auf Materialien dann auch zurückgegriffen, die eben frei verfügbar waren im Netz. Und da wird David gleich noch am Beispiel einer Sitzung zeigen, wie genau das aussah. Und ganz zentral war für uns auch der Austausch eben über Twitter, über den Hashtag L2D2. Und da werden gleich noch einige Beispiele gezeigt. Jetzt gibt es hier noch eine Zwischenfrage. Genau, Vielzahl der Kommunikationskanäle. Da wurde genau die richtige Frage aufgeworfen. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, auch für die Studierenden. Das musste sich erst festrütteln, sage ich mal. Und vor allen Dingen Twitter wurde da am Anfang, weil es waren viele Twitter-Neulinge, als überfordernd beschrieben. Und das wurde dann aber im Verlauf der Sitzung immer besser und der Umgang kompetenter. Genau, soweit von mir. Okay, dann gehe ich noch einmal ganz kurz auf die Themen ein, die tatsächlich dann den Weg ins Seminar gefunden haben. Das sind die hier. Das sind sechs aufgelistete Themen. Begonnen hat der Christian Albrecht mit einer Einführung in quasi die Randbedingungen, Rahmenbedingungen zu dem Thema Lehren und Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung und Digitalität. Dabei ging es insbesondere darum, dass wir einfach mal so den Studierenden klar machen, was bedeutet denn das, dieser Umbruch von der, wie Tom das schon gesagt hat, von dieser Gutenberg-Galaxis in die Turing-Galaxis. Also wie findet Lernen heutzutage statt? Auf Twitter ist dann da oft ein genannter Hashtag die zeitgemäße Bildung oder auch digitale Bildung. Man streitet sich dann, ob man es vielleicht nennen sollte, die Bildung für oder in einer digital geprägten Welt. Aber letzten Endes sollten wir da so ein bisschen Rahmenbedingungen aufzeigen. Maßgeblich da und auch für die zweite Sitzung, die der Markus Daimann angeleitet hat, sind dann Texte zum Beispiel von Felix Stalder, die Kultur der Digitalität, die ja vielfach diskutiert wird und wo es auch von Felix Stalder einige, also neben dem Buch, die Kultur der Digitalität, auch nochmal ein paar kürzere Beiträge gibt, die wir dann auch mit den Studierenden gemeinsam gelesen und besprochen haben. Die dritte Sitzung hat der Torben moderiert und hat verschiedene Kompetenzmodelle, die für die häufig schulische Ausbildung herangezogen werden, thematisiert, weil an zwei der drei Standorte tatsächlich Lehramtsstudierende vor den Dozierenden saßen. Bei mir waren Studierende der Pädagogik und sogar ein paar Ingenieurpädagogen dabei. Das heißt, meine Gruppe war so ein bisschen die Sonderlingsgruppe, wobei das der Sache wenig Abbruch getan hat. Ich kann hier an der Stelle vielleicht noch ganz kurz ergänzen, dass ich in den nächsten Semestern tatsächlich das auch vorhabe, für Lehramtsstudierende anzubieten, da ich seit kurzem auch hier am KIT in der Lehramtsausbildung unterwegs bin. Die vierte Sitzung hat ein Kollege von Torben, der Sebastian Becker, auch von der Uni Göttingen angeboten. Da ging es dann eher um informatische Grundbildung, also Begriffe wie was, wie Algorithmen und Datensicherheit, also was verbirgt sich denn dahinter? Da das ja essentiell ist, um digitale ja, Sachverhalte zu verstehen und nachvollziehen zu können. Die fünfte Sitzung spiegelt dann eben wieder, dass hauptsächlich Lernstudierende als Studierende da waren. Da ging es dann um die ja, 70 Argumente für oder gegen Digitalisierung in der Schule, die ja Beat Döbli-Honegger gesammelt hat und auf seiner Webseite mehr als 001.ch, glaube ich, von der Schweiz, gesammelt hat. Die haben wir also mit den Studierenden durchgesehen und geschaut, welche sind denn besonders stichhaltig und welche sind eher haltlos. Und die letzte Sitzung, die tatsächlich innerhalb des Programms stattgefunden hat, das war meine Sitzung zum Thema Lernvideos, wo es darum ging, didaktische Merkmale oder Gütekriterien von Lernvideos einerseits kennenzulernen, zu identifizieren und dann auch zu kommentieren und mit anderen zu diskutieren. Das war alles vor Weihnachten und nach Weihnachten hatten wir dann, deshalb ist ja jetzt der Folie dieser Cut drin,
sind wir in eine kleine Projektphase gestartet. Und in der Projektphase hatten die Studierenden die Möglichkeit, selbst Themen weiterzuarbeiten oder zu vertiefen, die sie persönlich aus ihrem eigenen Fach mit dem Thema Digitalisierung, Digitalität im Kontext mit Lehren und Lernen verbinden. Da gab es sehr unterschiedliche Projektideen, die auch verfolgt wurden. Und da stehen die, ja, die Endprodukte, sag ich mal, der Studentenarbeiten, der Arbeiten noch aus. Als Beispiel ist da vielleicht eine Gruppe hat sich damit befasst, wie wir dieses Format in L2D2 weiterentwickeln können, welche Themen vielleicht noch interessant wären, weil sie ihnen persönlich gefehlt haben im Seminarplan. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil wir sie wahrscheinlich ja, ziemlich ungefiltert übernehmen werden in den nächsten Durchlauf. Aber es gab auch eine Gruppe, die sich damit befassen möchte, inwiefern denn digitale Bildung oder Bildung mit digitalen Medien nachhaltig gestaltet werden kann. Also tatsächlich nachhaltig im ökologischen Sinne. Vor einiger Zeit, ich glaube kurz vor Weihnachten, ging es ein bisschen durch die Medien, dass Streaming-Anbieter wie Netflix und YouTube, dass die Serverfarmen ja so wahnsinnig viel Energie brauchen. Und das wurde kritisiert, ob das denn tatsächlich nötig ist, für diese Art von Konsum so viel Energie zu verbrauchen. Und diese Energie muss ja auch irgendwo herkommen. Also das sind so zwei Beispiele von Studierendengruppen, die sich da dann gebildet haben und die im Moment noch dran sind, diese Dinge ja, zu bearbeiten. Diese Sitzung zu dem Thema Lernvideos, die wurde auch nochmal kommentiert. Die habe ich gleich auf der nächsten Folie, das ist, sorry, mein Fehler. Also für die Projekte haben wir aber auch am Anfang nochmal gesucht, ob es denn tatsächlich praktische Anwendungsfälle gibt. Also ob quasi aus der Community über Twitter haben wir das angefragt, ob es da Themen gibt, die an uns herangetragen werden können, die Studierende bearbeiten sollen oder können und wollen. Weil wir initial die Idee hatten, es wäre doch eigentlich toll, wenn über diesen Kanal, über diese digitale Kanäle und diese Vernetzung Projekte zustande kämen, bei denen die Studierenden das Projekt nicht um des Projekts willen durchführen, sondern das auch tatsächlich nur in der Praxis dann Anwendung findet. Soweit ich weiß, haben wir leider kein solches Projekt zustande bekommen, obwohl wir hier zumindest auf Twitter sehr intensiv danach gefragt haben. Ich will an der nächsten Folie einmal ganz kurz beispielhaft an der Sitzung, die ich angeleitet habe, nochmal aufführen oder aufzeigen, wie so eine Sitzung standardmäßig oder idealtypisch abgelaufen ist. Zuerst hatten wir einen Inverted Input. Das heißt, ich habe einen kurzen Text verfasst, warum dieses Thema denn relevant ist im Sinne dieses Seminars und im Kontext. Und habe dann einen Text und ein kleines Video beigesteuert und gesagt, liebe Studierende, schaut euch das an als Vorbereitung und recherchiert, also das waren dann Themen und Texte und ein Video über Lernvideos und deren didaktischen Merkmale. Ein Text war von eteaching.org, da ging es um die didaktische Optimierung von Lernvideos. Und das Video war eines, das ich selbst produziert habe, wo ich ein Paper, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, quasi verbildlicht habe, also in Form eines Videos nochmal zusammengefasst habe. Dann hatten die Studierenden auch in der Vorbereitungsphase die Aufgabe, sich exemplarisch mal ein Lernvideo herauszusuchen von YouTube, irgendeins, idealerweise natürlich eins von der eigenen Hochschule, einfach um da ein bisschen ja, in Austausch zu treten mit den Akteuren, die da sind und auch Videos zu betrachten, die aus dem aktuellen Kontext sind, also Studium, Lehre und Lernen. Und dieses Video sollten Sie mit dem Tool VideoEnd von der University of Minnesota annotieren. Das ist also ein Webtool, da kann ich einen YouTube-Link eingeben und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Video zu bestimmten Zeitpunkten zu annotieren. Das heißt, ich kann bei Minute 1 und 37 Sekunden kann ich sagen, hier möchte ich einen Kommentar verfassen und dann erscheint er neben dem Video als Kommentar mit dieser Zeitmarke. Und diesen Kommentar kann man dann wieder kommentieren. Ja, also man kann sowas wie ein Forum, ein Thread anhand eines Videos aufmachen. Ist also eine sehr gute Möglichkeit, um dieses Medium ja textlich zu kommentieren. In der Präsenzphase dann kamen die Studierenden zusammen und haben diese Video-End-Elemente mitgebracht und haben sich in Kleingruppen zusammengetan, um über einzelne Videos zu sprechen. Also mussten sich in der Gruppe auf eines der Videos einigen und haben dieses Video dann nach den Kriterien, die sie in der Vorbereitung aus dem Paper und dem Video mitgenommen haben, analysiert und kommentiert und haben zeitgleich auch ein bisschen reingeschaut, was denn die anderen Gruppen anschauen und tun, weil ja dieses Video-End-Element öffentlich im Netz zugänglich ist. Gegen Abschluss der Sitzung war dann der Arbeitsauftrag zu sagen, okay, bitte twittert euer Highlight und wenn es tatsächlich ein Video aus dem Hochschulkontext ist, bei dem die Videoautoren ausfindig gemacht werden können,
Versucht die doch mal, sofern sie auf Twitter präsent sind, direkt anzutriggern und da Feedback zu geben, um tatsächlich mit den Autoren und Autorinnen in Austausch zu treten, weil ja gerade diese öffentliche Vernetzung eigentlich dafür prädestiniert ist. Ja, also man ist nicht mehr nur Konsument, sondern kann auch tatsächlich direkt mit den Leuten in Austausch treten. Das ist ja das Schöne an dem Digitalen. Das wollten wir mit dieser Vernetzung über Twitter auch wirklich ganz aktiv den Studierenden beibringen, nahelegen, zeigen, sie daran teilhaben zu lassen, dass das eine Möglichkeit ist, an noch mehr Informationen aus erster Hand zu kommen. Das war also prototypisch, beispielhaft für eine Sitzung. Die Inputs waren rechtzeitig vorher da. Und in diesem einen konkreten Fall war es tatsächlich sogar so, dass die Sitzung bei mir in Karlsruhe ohne mich hat stattfinden müssen, weil ich krankheitsbedingt ausgestiegen bin in der Woche. Und trotzdem hat es wunderbar funktioniert. Also ich war dann halt zu Hause und habe zumindest auf Twitter ein bisschen verfolgen können, was meine Studierenden gerade tatsächlich aktiv sich mit der Materie auseinandersetzen und auch die Studierenden aus den anderen Standorten. Und dass die dann auch noch untereinander reden. Und wenn so eine aktive Sitzung ohne Dozent stattfindet, dann glaube ich, ist das ein Format, was funktioniert. Hier ist eine Frage. Diese Veranstaltung hat keine Plattform eingebunden. Noch nicht. Und die Materialien können auf dem OER-Portal der TIP in Niedersachsen eingestellt werden. Wir sind da dabei, achso, das ist fundiert worden. Ja, natürlich, das wäre eine Idee. Wir sind gerade dabei zu überlegen, wie und ob wir die Materialien, also eher wie, das ob ist gar keine Frage, aber wie wir die Materialien tatsächlich öffentlich zur Verfügung stellen. Das also war beispielhaft eine Sitzung, so oder so ähnlich haben alle Sitzungen stattgefunden. Und das ist nochmal ein Tweet, der eben aus dieser Sitzung hervorging. Da hat sich eine Studentin ja, öffentlich geäußert, wie das dann läuft mit diesem Video-Ends und hat auch den Link dazu geteilt. Okay, die Evaluation unserer Lehrveranstaltung, das haben wir durchgeführt gemäß der Standard-Lehrveranstaltungsevaluation hier am KIT. Wir haben da einen relativ gut funktionierenden Prozess. Und dankenswerterweise hat unsere Abteilung für Qualitätssicherung diesen Evaluationsbogen, der bei uns immer auf Papier aufgefüllt wird, weil die Rücklaufquoten besser sind, auch für die zwei anderen Standorte digital zur Verfügung gestellt, sodass wir tatsächlich mit demselben Tool an mehreren Standorten eine Lehrveranstaltung evaluieren konnten. Und was ich hier jetzt aufgeführt habe, das sind ja so die Rückmeldungen, ich habe es mal in Ampelfarben kategorisiert, was sehr gut ankam, war auf jeden Fall diese Art von Interaktion auch über Hochschulgrenzen hinweg. Und dass sehr viel Raum für Diskussionen war, eben auch in dem digitalen Raum, dass da sehr viele verschiedene Stimmen gehört werden konnten. Außerdem wurde die Themenvielfalt gelobt und dass die Studierenden tatsächlich weitgehend selbstständig mit den Themen befasst waren und das Ganze nicht so streng angeleitet war. Also dass wir einfach da einen offenen Möglichkeitsraum etablieren konnten, in dem die Studierenden tatsächlich frei lernen konnten und selbstgesteuert lernen konnten. Was so eher mittelbewertet wurde, das war so die Passung zwischen der Vorbereitung und den Präsenzphasen. Denn ich habe das jetzt in meiner Sitzung, glaube ich zumindest, hat das sehr gut zueinander gepasst. Es gab aber Sitzungen, in denen wurde vorher gesagt, bitte lesen Sie folgende Texte, teilweise auch mehrere Texte, die einige Seiten Umfang hatten, die dann in der Sitzung gar nicht mehr großartig aufgegriffen wurden. Und das war den Studierenden zu wenig transparent erläutert, dass es da keine direkte Aufgabenstellung zu den vorher gelesenen Texten gibt. Und richtig schlecht bewertet, da muss man tatsächlich an der Stelle von Einzelmeinungen ausgehen. Das war auch tatsächlich in den Freitextkommentaren dieser Evaluationsbögen drin, dass einigen Studierenden war es wohl, dass es viel zu viele digitale Tools waren. Also da haben wir gesagt, Adobe Connect, Google Docs, Slack. Wir haben nicht nur ein Slack Workspace für uns Dozierende gehabt, sondern wir haben auch ein Slack Workspace für die Studierenden gehabt. In der Hoffnung und in der Erwartung, dass die Studierenden gerade für die Gruppen- und Projektarbeiten jetzt gegen Ende des Semesters sich auch standortübergreifend vernetzen und natürlich da Twitter nicht unbedingt das allerbeste Mittel der Wahl ist. Dann, wie gesagt, war Twitter noch dabei. In meiner Sitzung war noch dieses Tool VideoEnd dabei. Ich glaube, wir hatten auch noch mal ein Padlet dabei. Also es gab wirklich die unterschiedlichsten Tools und natürlich mussten die Studierenden sich in jedes Tool, das sie noch nicht kannten, erstmal einarbeiten. Das war für einige wohl zu viel. Wer kann es ihnen verdenken? Außerdem wurde kritisiert, zumindest in meiner Sitzung, auch persönlich, das habe ich mitbekommen, dass doch wir immer diese großen kommerziellen Anbieter gewählt haben, gerade für die Google-Dokumente, also
Google-Dokumente, ob es da nicht Alternativen gäbe, die vielleicht datenschutztechnisch ein bisschen sauberer erscheinen. Außerdem wirkte die Vernetzung teilweise etwas erzwungen, ja, weil der letzte Arbeitsauftrag in der Sitzung häufig war, tauschen Sie sich mit Ihren Studierenden aus, mit Ihren Kommilitonen an den anderen Standorten aus. Und das war so ein bisschen generisch und wenig konkret. Und all diese Kritiken, die werden wir natürlich aufnehmen und in unseren kommenden Durchläufen weitgehend verbessern oder zumindest versuchen anzugehen, wie wir das sinnvoller gestalten können und so gestalten können, dass die Studierenden das positiver aufnehmen. Das heißt, unsere Lessons learned war ganz zu Beginn, wir müssen individuell pro Standort klären, und das geht so ein bisschen auf die ursprüngliche Planung des Seminars zurück. Wie können wir diese Veranstaltung, die ja so in keinem Curriculum festgehalten ist, wie können wir die verankern? Das heißt, jeder von uns, jeder Dozent, jede Dozentin muss irgendwie einen Punkt finden in seinem Curriculum oder in ihrem Curriculum für den jeweiligen Studiengang, wo kann ich diese Lehrveranstaltung anbringen? Damit hängt natürlich dann auch zusammen, wie sieht die Prüfungsleistung aus, weil die ja pro Modul und Modulhandbuch unterschiedlich gestaltet ist. Wir haben jetzt für uns gesagt, das muss ein digitales Produkt sein plus X. X ist das, was organisatorisch, verwaltungstechnisch gefordert ist. Und dieses digitale Produkt soll sein, dass die Gruppe irgendetwas erstellt, digital, dass wir es eben allen Studierenden in allen Standorten bereitstellen können. Das kann ein Dokument sein, das kann ein kleines Video sein, ein Lernvideo, ein Erklärvideo. Wir haben jetzt einige Gruppen, die interaktive H5P-Web-Elemente erstellen, also quasi eine kleine Webseite bauen mit einem relativ einfachen Toolkasten. Also da ist das Ganze ja sehr flexibel und bunt gemischt, und wir sind, wie gesagt, sehr gespannt auf die Ergebnisse, die uns da erwarten. Außerdem haben wir festgestellt, dass, wenn natürlich digitale Produkte erstellt werden müssen, die wir öffentlich zeigen wollen, müssten wir eigentlich verpflichtend das Thema OER irgendwie mit einnehmen. Also OER, die Open Educational Resources und alles, was damit zusammenhängt. Also insbesondere die Creative Commons Lizenzen, dass den Studierenden einfach klar wird, welche Medien denn sie für ihre digitalen Produkte verwenden dürfen und welche nicht. Das hatten wir tatsächlich in diesem Semester so direkt nicht auf dem Schirm, aber es ist natürlich für die Nachbereitung dieser Projektphase eigentlich essentiell und beinahe schon eine Grundvoraussetzung. Also das werden wir auf jeden Fall auch mit aufnehmen ins nächste Semester. Dann wird natürlich eine Herausforderung sein, über all die Themen, die von den Teilgebenden in das Seminar eingebracht werden, irgendwie einen roten Faden zu spinnen, einen Spannungsbogen von Anfang bis Ende des Semesters, dass nicht jede Sitzung irgendwie losgelöst ohne Bezug zu anderen vorhergehenden Sitzungen stattfindet. Und das haben wir in diesem kleinen Video vorhin ganz gut gesehen, dass wir erstmal Themen gesammelt haben, die dann in Cluster sortiert haben, und dann haben wir sie angeordnet in der Reihenfolge. Und der Sitzungsplan war schon so, dass wir diese Grundlagen, diese theoretischen Grundlagen, die konzeptionellen Grundlagen, wie zum Beispiel die Kompetenzmodelle, eher an den Anfang gestellt haben und uns dann immer weiter zum Konkreten bis hin zu diesen Lernvideos, was ja wirklich eine ganz spezielle Methode ist, vorgearbeitet haben. Und das, glaube ich, ist ein sinnvoller Ablauf für so ein Seminar. Außerdem, und das ist jetzt so der letzte Punkt, auch ein bisschen selbstreflexiv auf uns Dozierenden geschaut und natürlich auch die Studierenden, brauchen wir, gerade wenn das Projekt irgendwie wachsen soll, eine Art Netiquette. Also ein Regelwerk, so wollte ich es jetzt nicht nennen, weil das so starr und strikt klingt. Aber ein Netiquette ist, glaube ich, ein ganz, ganz netter Begriff, dass wir uns einigen, wie viel vorher muss denn die Planung tatsächlich für so eine Sitzung verbindlich da sein. Ja, weil Torben hat es vorhin schon angedeutet, mal waren die Sitzungen tatsächlich die Woche wie ursprünglich geplant vorher da und komplett ausgearbeitet mit, was sind die Lernziele, wo findet, also welche Berührungspunkte zu bestimmten Kompetenzmodellen gibt es. Wir haben da immer den DICOM-EDU herangezogen. Und es gab aber auch Sitzungen, bei denen war tatsächlich bis kurz vor der Sitzung nicht klar, was jetzt genau passieren soll. Und das hat dazu geführt, dass wir teilweise auch 1 oder 2 Stunden vor der eigentlichen Seminarsitzung uns nochmal per Adobe Connect Live zusammengeschaltet haben, um quasi uns zu koordinieren. Was passiert jetzt nachher, was ist die genaue Aufgabenstellung? Also das müssen wir ein bisschen hinkriegen. Wenn wir schon bei diesen Videokonferenzen sind, Adobe Connect ist zwar ein schönes Tool, allerdings je nach Verbindung und Tageszeit und Serverlast gibt es da gewisse Latenzen. Und wenn 4 oder 5 Leute gleichzeitig reden wollen, kann es Probleme geben, dass alle gleichzeitig anfangen und dann sind alle wieder einen Moment still und wir wollen aus Höflichkeit irgendjemanden den Vortritt lassen und dann entstehen diese langen Pausen. Ich glaube, jeder von uns, der mal ein Webinar gemacht hat, kennt diese Situation, die ist ein bisschen unangenehm und führt dazu, dass das Ganze unheimlich in die Länge gezogen wird. Ja, und wir wollen einfach
in Zukunft diese Koordination ein bisschen effizienter gestalten. Weil natürlich ein Seminar halten ist das eine, aber das noch mit anderen Standorten zu koordinieren, bedeutet doch etwas mehr Aufwand. Und wenn der wegen solcher technischen Unzulänglichkeiten noch größer wird, wäre schön, wenn wir das in Zukunft irgendwie minimieren könnten. Das Gleiche gilt für Slack, also unseren Austauschkanal, der ein bisschen asynchroner stattfindet. Auch da haben wir im Laufe des Semesters immer neue Channels, also neue Chat-Kanäle aufgemacht für bestimmte Schwerpunkte, einer für die Sitzungen, einer für die Projektplanungen und sowas. Und nicht alle Teilnehmer in diesem Slack-Workspace wurden gleich in diese Channels hinzugefügt, sodass einfach nicht klar war, wo finden jetzt Unterhaltungen statt. Und man kann in Slack, ich weiß nicht, wer das alles kennt, aber man kann in Slack Nachrichten schreiben und man kann auch dediziert auf einzelne Nachrichten antworten und dann dort einen Thread, also einen Faden aufmachen und da immer weiterschreiben. Ja, und auch da müssen wir uns einfach in Zukunft ein bisschen koordinieren und so eine kleine eben Netiquette ausarbeiten, wie wir denn damit umgehen wollen. Weil gerade Slack auch für viele Dozierende erstmal ein neues Tool ist. Und genau wie die Studierenden müssen auch wir das erstmal lernen. Und auch ich kann das sicherlich noch nicht in Gänze und vollständig, weil Slack inzwischen sehr, sehr mächtig geworden ist und sehr, sehr viele verschiedene Integrationen hat. Und da wollen wir einfach unser eigenes Arbeiten ein bisschen effizienter gestalten durch solche Regelwerke in Anführungszeichen. Wir haben für das nächste Sommersemester neue Teilgebende gesucht. Also ich habe schon oft gesagt, wir wollen in Zukunft das weitermachen. Also wir haben vor, dieses Seminar regelmäßiger anzubieten und sind natürlich dann darauf angewiesen, dass Leute mitmachen können. Wir wollen das weiter offen halten. Also wer immer möchte und beitragen kann, soll und darf das auch tun. Und wir haben jetzt tatsächlich gestern erst nochmal konferiert mit einigen neuen Interessenten und sind da jetzt noch in der Planungsphase, wie wir das gestalten wollen. Es zeichnet sich wohl ab, dass es nicht ganz so synchron wie im letzten Semester stattfinden kann. Im letzten Semester, ich weiß gar nicht, das haben wir vorhin nicht so explizit gesagt, aber fanden die Sitzungen an den drei Standorten, die synchron stattgefunden haben, wirklich montagmittags um Punkt 14 Uhr, saßen alle Studierenden mit allen ihren Dozierenden jeweils an ihrem Standort in einem Seminarraum und haben sich teilweise auch live per Webcam miteinander verschaltet. Diese Art der Synchronizität wird leider im nächsten Semester wahrscheinlich nicht gegeben sein, was aber der Sache, glaube ich, keinen Abbruch tut, weil wir diese Themen dann eben im Rahmen einer oder im Laufe einer ganzen Woche jeweils bearbeiten können. Und von daher, also wenn es sich jetzt hier in dieser Runde noch ein paar Interessenten gibt, wir können nachher gerne nochmal bilateral austauschen, wie das läuft. Und ansonsten, glaube ich, darf ich jetzt das Wort wieder an Torben übergeben. Genau. Genau, der Ausblick auf das Sommersemester 2020 hat gerade schon ein bisschen angefangen. Gestern war eben dieser Austausch, wo wir zu fünft mit zwei, also mit uns beiden und dann drei neuen Gesichtern dort uns vernetzt haben, wieder mal mit Adobe Connect. Und da kam genau das nämlich heraus, dass wir in Zukunft es nicht so haben werden, dass wir den einen synchronen Termin haben, sondern dass wir es eher so haben werden, dass in einer Woche die gleichen Themen behandelt werden können und dass sich die Kommunikation dann also etwas mehr versetzt. Das könnte das Ganze natürlich auch so ein bisschen übersichtlicher machen, weil die Studierenden gerade bei dieser schnellen Kommunikation entweder im Textchat von Adobe Connect, wo an einer Sitzung eben, glaube ich, 180 Personen beteiligt waren, dass sie das zu schnell fanden, weil die Nachrichten sich zu schnell aktualisierten, oder auch bei Twitter, wenn dann verschachtelte Nachrichten geschrieben werden, dass das als eben überfordernd erlebt wurde, ist das vielleicht sogar auch eine Chance, dass man quasi in einer Woche das gleiche Thema hat, aber nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Eine andere Variante könnte eben sein, dass wir uns nur punktuell immer austauschen, also dass man eben ein bestehendes Seminarkonzept hat und da werden eben zwei Veranstaltungen beispielsweise geöffnet, auch für die anderen Standorte. Das wären noch so Varianten oder auch beliebig viele
Veranstaltung geöffnet, die sich jetzt noch zeigen werden. Und so ein bisschen das Zwischenfazit von gestern. Also L2D2 bleibt dynamisch und agil. Wir entwickeln uns da weiter. Wir müssen schauen, wie ja, auf was für Interesse wir treffen und versuchen das dann eben einzubauen. Und der Pool an Ideen wächst. Die wollen wir dokumentieren. Mehr dazu und kommt am Ende, nämlich ein kleiner Ausblick auf die Homepage, die wir planen. Und jetzt sind Sie, meine ich, dran. Und zwar wäre jetzt nochmal Zeit für Rückfragen zu dem, was wir jetzt vorgestellt haben. Genau, und dann haben wir noch eine kleine kollaborative Phase am Whiteboard, das wir ja vorhin schon beschrieben haben, wo wir auf Ihren Input interessiert sind und angewiesen sind. Genau, aber jetzt wäre nochmal die Zeit für Nachfragen. Gerne im Textchat oder auch per Mikro. Dürfen sich Teilnehmende selbst per Mikro zuschalten? Ah, das weiß ich Oder nicht. müssen Das wir geht über wahrscheinlich nicht. Dann eher per das? Textchat, genau. Und wir antworten darauf. Das ist wahrscheinlich die bessere Variante. Also die ersten Fragen haben wir, meine ich, schon beantwortet, ne? Die Zwischenfrage wurde dieses Brainstorming moderiert. Das hatten wir schon. Vielzahl der Kommunikationskanäle, genau, wurde als herausfordernd erlebt. Thema Datenschutz bezog sich wahrscheinlich auch auf die Twitter-Nutzung. Damit weiß ich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber bei mir im vergleichbaren Seminaren war es den Studierenden freigestellt, ob sie jetzt Twitter nutzen. Meist hat es sich dann herausgestellt, dass es eben einige gab, die es genutzt haben und einige gab, die es nicht genutzt haben. Und dann wurden dann eben im Seminar Gruppen gebildet, sodass man dann zu zweit beispielsweise zusammengearbeitet hat oder in einer kleinen Gruppe überlegt hat und derjenige, der dann eben sich bei Twitter angemeldet hat, diese jeweilige Nachricht dann auch Ja, also veröffentlicht hat. Datenschutz, natürlich können wir für die Erreichung von Credits nicht voraussetzen, dass die Studierenden sich bei Twitter anmelden und da ihre Daten einem gewinnorientierten Unternehmen unterbreiten. Von daher, also ich habe es auch so kommuniziert, dass dieser Austausch über Twitter prinzipiell erstmal ein freiwilliges Angebot ist und dass ich doch ermutige, das zu nutzen, weil ich glaube, dass es heutzutage gerade in der Bildungswelt doch irgendwie sinnvoll ist, sich da mit anderen Personen auszutauschen, die man sonst nicht wirklich erreicht im Alltag. Also das war nicht verpflichtend. Und auch die Gruppenarbeiten, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben gehofft, dass die sich über Slack auch standortübergreifend verbinden. Das ist das gleiche Thema. Auch da müsste ich mich erst registrieren und einen Account machen. De facto haben sich die Gruppen, glaube ich, jeweils nur standortintern gebildet, sodass es da dann kein größeres Thema mehr war. Aber wir können es eigentlich nicht voraussetzen, dass die Studierenden sich da bei Diensten registrieren und anmelden. Und ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass es in der Evaluation als Rückmeldung kam, dass wir doch bitte auch mal alternative Dienste verwenden sollen, die auf dem Standbein einfach ein bisschen sicherer sind. Genau, Da war noch eine Frage. Ja. eine Sache wäre zum Beispiel, also ich hatte noch mit Rocket Chat überlegt, das ist eben ein Kommunikationstool, das hier auch an der Uni Göttingen angeboten wird. Aber da war dann, glaube ich, die Herausforderung, oder das müsste man nochmal prüfen, dass eben nur Studierende der Uni Göttingen sich dort anmelden können, aber man das eben nicht standortübergreifend nutzen kann. Das waren so ein bisschen die Restriktionen, mit denen wir dann gekämpft haben. Genau. Genau, also Alternative gibt es dann, es gäbe auch noch Mattermost, das funktioniert so ähnlich. Das kennen vielleicht, kennt der eine oder andere vom Hochschulforum Digitalisierung, die nutzen das. Aber auch da wäre es zwar kein amerikanischer Anbieter, aber doch wieder jemand Drittes, bei dem sich die Studierenden registrieren müssen. Also da, es fehlt tatsächlich an Infrastruktur, die datenschutzrechtlich sauber und hochschulübergreifend nutzbar ist für derartige Anwendungen. Das ist tatsächlich schwierig, und mir ist zumindest nichts bekannt, wenn da außer Adobe Connect irgendwas zur Verfügung steht, würde ich mich auf jeden Fall sehr über Input freuen. Ansonsten würde ich noch die eine Frage eingehen, wo es darum ging, ob wir Unterstützung aus dem Bereich der Medienbildung hatten oder aus entsprechenden Instituten. Ja, nein, behaupte ich mal. Also ich zumindest komme ja aus zwei solchen Instituten. Einmal bin ich bei den Berufspädagogen. Ich habe zwar ursprünglich mal Lehramt studiert, und bin jetzt aber eben woanders gelandet und bin in
eine Dienstleistung einer, die sich mit digitaler Bildung und Medienbildung auseinandersetzt, wo natürlich auch ein Kollegium da ist, mit dem man sich austauschen kann. Soweit ich weiß, ist der Christian Albrecht, ist auch für Deutschdidaktik an seiner Uni, an der VU in Erlangen-Nürnberg, und hat dann dort mit dem Axel Krommer einen Kollegen, der in dem Gebiet durchaus bewandert ist. Dann Markus Daimann, glaube ich, ist sowieso durchaus ein Name, wenn es darum geht, was zurzeit mit digitaler Bildung im Hochschulkontext stattfindet. Torben, bei dir, hast du sonst speziell aus dem Bereich jemanden zur Hand gehabt? Also ich selbst habe mal beim E-Learning-Service gearbeitet und kannte deswegen auch diverse Tools. Habe mich einmal abgesprochen. Ich könnte da auch jederzeit noch eine Einführung zum Beispiel oder habe auch in anderen Kontexten noch mal eine Einführung in Adobe Connect beispielsweise bekommen. Genau. Genau. Dann haben wir noch eine Frage, ob wir das eigene LMS für andere Hochschulen über Gastzugänge öffnen wollten. Haben wir, glaube ich, tatsächlich nie diskutiert in der Art und Weise. Würde aber auch wieder dem Konzept zuwiderlaufen, dass wir möglichst viel öffentlich machen wollen. Also wir haben jetzt gerade für die Leistungsnachweise gegen Ende des Semesters, hat jeder in seinem LMS quasi da Anforderungen gestellt und also ich zumindest hole auch über unsere ILIAS hier am KIT hier die Leistungsnachweise ein, also die kurzen Reflexionsberichte zum Beispiel, weil ich dann auch aus dem System das relativ einfach exportieren kann für die Verwaltung, weil es ja darum geht, wer kriegt wie viele Punkte und sowas. Das tatsächlich über ein zentrales LMS zu lösen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was das uns bringen sollte, außer dass wir in einem geschützten Raum wären, der aber halt wieder nach außen hin erstmal geschlossen ist. Genau, also eine Idee war, dass wir uns eben über diese OwnCloud, die in Göttingen gehostet ist, zumindest materialmäßig austauschen, die dann aber jeweils in das eigene LMS dann übertragen, waren so eine Idee. Aber da wir meist auf im Netz verfügbare Literatur und Videos zurückgegriffen haben, genau, haben wir das dann so meist um oder brauchten wir das dann nicht. Genau, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Ich würde sonst vorschlagen, die Whiteboard-Funktion auszuprobieren. Oder was würdest du sagen, David? Ja, möchtest du vorher noch die eine Frage einblenden, dass wir natürlich. da auch einen Hinweis Natürlich. haben? Genau. Und zwar ist unsere Frage, wie kann man denn eine standortübergreifende Gruppenarbeit durch Adobe Connect unterstützen? Und was sollte man hierbei beachten? Das hat sich nämlich in einer Sitzung gezeigt. Da war die Überlegung, wie können wir so eine Art, ja, man nennt es Gruppenpuzzle. Also es gibt verschiedene Expertinnen und zwar jemand, der einen Text vorbereitet hat an Standort A und dann gibt es auch jemanden an Standort B, der einen anderen Text vorbereitet hat. Und wie können die sich austauschen? Wie kann man Gruppenräume und so gestalten und das dann immer noch moderierbar halten mit Adobe Connect? Und da sind wir auf Input angewiesen. Das wäre so ein Use Case und generell auch vielleicht für diese Projektarbeit. Also wie könnten Studierende auch für die Projektarbeitsphasen eben verschiedene Arbeitsräume in Adobe Connect nutzen? Was müsste man da beachten? Was wären so Ideen? Gibt es da Erfahrungswerte? Und mein Vorschlag wäre jetzt, dass Sie diese Frage sich eben kurz merken. Wir schreiben die auch nochmal in den Chat vielleicht. Die kopiere ich gleich nochmal rüber. Und dass wir jetzt die Whiteboard-Funktion nutzen. Da sollten Sie eigentlich alle Rechte haben und dass Sie hier ja, einfach das zum Brainstorming nutzen, die Textfunktion vielleicht verwenden und Ihre Ideen hier hineinschreiben. Das wäre jetzt nochmal der kleine Arbeitsauftrag für die letzten Minuten. Und dann haben wir noch als letzte Folie nochmal den Hinweis auf unsere Webseite. Genau, wenn es dazu Rückfragen gibt, dann gerne in den Chat. Ich kopiere jetzt nochmal die Frage hier herüber in den Chat. Genau, markieren geht. Vielleicht ganz kurz einfach zur Erläuterung noch. Wir sind davon ausgegangen, dass, wenn wir hier für die User Group referieren, tatsächlich auch viele User da sind, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Das würde uns natürlich sehr freuen und helfen, das Seminar in Zukunft auch mal ein bisschen ja, besser zu gestalten.
Genau, wir geben jetzt einfach mal so, sag ich mal, 3 Minuten und dann schauen wir mal aufs Ergebnis. Okay, ein paar Dinge kommen. Torben, hast du auf die Uhr geschaut, wenn die 3 Minuten vorbei sind? Ich nicht. Es dauert noch eine Minute, zwei, anderthalb. Gut, es sammeln sich auch ein paar Dinge. Ja, hier kommt was mit dem Schibboleth, dass das nicht geht. Das als Antwort auf das Obige. Ja. Ich versuche das gleich schon mal ein bisschen zu clustern. Oben rechts habe ich jetzt diese, genau, Einführungsfragen. Also es wären auch sowohl didaktische als auch technische Fragen. Ja, jetzt nochmal die letzten Sekunden, dann kann man nochmal das, was man vielleicht gerade vorbereitet, eintragen. Gut, vielen Dank. Eine Sache kam gerade noch oder wurde was verschoben? Ne, da wurde noch was verschoben. Vielen Dank für den Input. Also oben rechts habe ich jetzt mal ja, die didaktische Hinweise gesammelt. Vielleicht können wir da noch mal ein paar mehr ergänzen. Das mit dem Schibboleth würde ich jetzt mal als technisch sehen. Vielleicht können wir das mal in technisch und didaktisch so ein bisschen differenzieren. Hier war noch der Zeitmanagement-Tipp. Ah, jetzt zeigt sich hier, ich schiebe das mal ein bisschen weiter nach unten. Genau, im oberen Drittel vielleicht mal die didaktischen Fragen. Und den Rest schiebe ich mal weiter hier runter. Kleingruppenräume. Genau, ist auch eher eine didaktische Frage. Okay, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die da jetzt reingeschrieben haben. Wir können leider nicht honorieren, was von wem kam. Das ist tatsächlich eines der Nachteile und man kann es aber auch als Vorteil verbuchen. Gut, also ich denke, wir werden da auf jeden Fall uns diese Gruppenarbeit, Gruppenraumfunktion nochmal im Detail anschauen.
Und ich glaube, so eine Technikeinführung, da kommen wir ohnehin nicht umhin. Da auch zum Beispiel Twitter jetzt dieses Seminar, also dieses Semester für viele Studierende neu war. Und wenn mich nicht alles täuscht, funktioniert Twitter immer noch anders, grundlegend anders als viele andere soziale Netzwerke. Nämlich, wenn man sich neu anmeldet, hat man erstmal eine leere Timeline, die man erst mit Hand füllen muss. Bei allen anderen sozialen Medien wird einem die Timeline schon vorgespült. Also dann wird vielleicht tatsächlich eine Techniksitzung nicht ausbleiben können, in der wir dann eben die Tools, unter anderem Adobe Connect, im Detail nochmal vorstellen. Alles klar, dann switchen wir wieder auf, vielen Dank nochmal, auf das andere Layout und da haben wir noch eine finale Genau. Folie. Das machst du, David, ne? Ich bin schon dabei, es lädt noch, jetzt bin ich da. Genau. Zum Abschluss wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass es in Bälde eine neue Webseite im Internet zu betrachten gibt, nämlich unter https://l2d2.de. Im Moment ist da noch, so wie hier in dem Screenshot angedeutet, eine Coming Soon-Seite geschaltet. Aber wir haben vor, auf jeden Fall einerseits das Projekt als Ganzes einmal kurz darzustellen. Wir wollen zeigen, wer ist alles dabei, von welchen Einrichtungen kommen die Leute. Wir wollen aber auch zeigen, insbesondere die Themen, die wir behandeln, also in Form von ja, kurzen Textbeiträgen, die Themen darstellen und aber auch die Planung für die Sitzungen irgendwie transparent machen. Und natürlich wird es auch eine Kontaktmöglichkeit geben. Also einerseits, dass man quasi mit den einzelnen Dozierenden in Austausch treten kann und sich dort bei uns melden kann, dass man auch sagen kann, ich möchte mitmachen, was muss ich tun, wo muss ich mich melden. Und was auch noch geplant ist, also das befindet sich alles noch im Aufbau, dass wir eben auch diese digitalen Projekte der Studierenden dort präsentieren können, so denn die Lizenz- und Nutzungsrechte das zulassen. Ne? Stichwort OER haben wir vorhin gesagt. Aber das ist so in Planung. Spätestens online gehen wird diese Seite zur Jahreskonferenz der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, die am, glaube ich, 10. März beginnt. Dort werden wir nämlich mit diesem Beitrag, mit diesem Seminar im Slot Transfermarkt Hochschullehre zugegen sein und das dort darstellen, zeigen, vorführen, demonstrieren, quasi neue Leute anwerben, wenn man so möchte, und kräftig die Werbetrommel für dieses Projekt rühren, weil wir glauben, dass das ja, in Zeiten zunehmender Digitalisierung, Digitalität, Mediatisierung und so weiter und so fort, all diese Schlagworte, durchaus wichtig ist und sinnvoll ist, sich ja, mit dem Thema Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität auseinanderzusetzen. Und in diesem Sinne wollen wir uns an dieser Stelle bedanken für die Möglichkeit, hier referieren zu können. Und stehen jetzt dann noch für abschließende Fragen zur Verfügung, falls es denn noch welche gibt. Ansonsten, Marcel, möchtest du noch was loswerden? Nein, erstmal ganz herzlichen Dank euch beiden für die letzten, ja, sehr informativen 60 Minuten. Nichtsdestotrotz möchte ich den Anwesenden noch die Möglichkeit geben, letzte Rückfragen an euch zu stellen. Nutzen Sie den Textchat, ja, um hier noch ein paar Rückfragen loszuwerden. Okay, ja. Für mich möchte ich nochmal eine Sache, die für mich sehr wertvoll war, loswerden. Und das ist wirklich dieses, ja, quasi vernetzte Team-Teaching. Also, dass man sich über Lehre austauschen kann, vernetzt, passiert ja sonst an der eigenen Hochschule nur vereinzelt. Und das habe ich wirklich als sehr gewinnbringend erlebt. Also diesen Austausch über Lehre und dass man eben gemeinsam auch eine Lehrveranstaltung entwickelt, neuen Input von anderen kriegt, das habe ich als so den Riesengewinn erlebt. Genau. Ich auch. Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal von unserer Seite im Namen der Adobe Connect Dachnutzergruppe Forschung und Lehre für das Webinar. Ganz kurz noch Werbung in eigener Sache. Sie finden die Aufzeichnung dieses Webinars in Kürze in unserem Blog. Ich habe das auch nochmal in den Textchat hier unten rein kopiert. Das ist unser Blog. Da finden Sie dann das Webinar. Spätestens Ende der Woche, Anfang nächster Woche wird da die Aufzeichnung online sein. Das können Sie gern an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiterleiten. Im Blog finden Sie auch sonst die restlichen Webinare und die Aufzeichnung dazu eingestellt. Das ist das letzte Webinar für das laufende Wintersemester. Unsere Gruppe plant wieder neue Webinare für das kommende Sommersemester. Schauen Sie einfach immer wieder
in den Blog vorbei, folgen Sie uns auf Twitter, um einfach da up to date zu sein, um auf die neuen Webinare hingewiesen zu werden. Okay, ja, es scheinen keine weiteren Rückfragen mehr im Text hier zu kommen. Deswegen, ja, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und ja, vielen Dank. Tschüss.